Was gibt es Schöneres als ein glückliches Kinderlachen? Damit das auch noch lange so bleibt, findet heute erstmalig im Konrad Zum eine Benefizveranstaltung zugunsten des Vorarlberger Kinderdorfes statt. Bands wie Freak, Zweitfrau und Mondscheiner singen heute für einen guten Zweck. Heute findet ein ganz besonderes Benefizkonzert statt. Wofür sammeln wir heute? Ja, wir sind total stolz, dass wir drei so tolle Bands heute nach Vorarlberg locken könnten. Das sind alles Wiener Bands, und zwar die Gruppe Freak, die Gruppe Zweitfrau, die im Hintergrund hier gerade zu sehen ist, und Mondscheiner. Also drei sehr, sehr bekannte Bands aus den Medien. Und die haben sich bereit erklärt, für uns, für das Vorarlberger Kinderdorf, ein Benefizkonzert zu veranstalten. Und darum sind wir heute hier. War das Interesse der Bands sofort da, oder musstest du da sehr darum kämpfen, dass sie heute hier auftreten? Wir hatten das Glück, dass von der Band Freak zwei Mitglieder aus Vorarlberg sind, und so konnten wir einen guten Draht finden, und die wiederum haben ihre Connections spielen lassen und haben dann mit Mondscheiner und mit Zweitfrau gesprochen, ob sie sich das vorstellen können, und beide haben auf der Stelle zugesagt. Bei Mondscheiner war es auch so, dass sie gesagt haben, super, wir waren noch nie in Vorarlberg. Das ist die Gelegenheit, wir machen was Gutes und sind zum ersten Mal in Vorarlberg. Und auch Zweifrau hat gesagt, das Pink-Konzert letztes Jahr, wo sie waren, war so toll, sie möchten wieder nach Vorarlberg, und so haben sich beide ohne Gage bereit erklärt, hier heute wieder zu spielen. Und was passiert mit den heutigen Einnahmen? Kauft man den Kindern Spielsachen, oder was wird mit diesem Geld angestellt? Wir möchten dieses Geld verwenden für die Freizeitgestaltung unserer Kinder, die im Bregenzer Kinderdorf in der Kronhalde leben. Das sind 60 Kinder, und da werden wir in die Freizeit ein bisschen investieren. 450 geladene Gäste sind hier. Ist sowas in der Art nochmals geplant, oder wie sieht es da aus? Es ist das erste Mal, dass wir dieses Benefizkonzert veranstalten. Wir waren am Anfang ein bisschen skeptisch, ob das angenommen wird vom Publikum. Der Blick hinein zeigt, es wird angenommen, und wir werden uns sehr bemühen, auch im nächsten Jahr wieder Bands zu finden, die das für uns als Benefiz machen. Und ich kann noch nichts versprechen, hoffe aber sehr, dass wir auch im nächsten Jahr wieder ein Benefizkonzert im Konrad Zum machen werden. Ganz nach dem Motto, ein Herz für Kinder in dem Fall. Ein Herz für Kinder und gleichzeitig mit gutem Tun auch Spaß verbinden. Also eine Kombination, die eigentlich, glaube ich, ganz interessant ist. Schön, wir werden sicher wieder dabei sein, wenn sowas stattfindet. Ich freue mich.